Ihr kriegt jetzt mal so richtig norddeutsche Schiedwetter mit ab. So, von der Wind zugewandten Seite können wir jetzt auch noch mal das Noise Cancelling aktivieren. Ich drücke jetzt hier einmal drauf. Achtung, jetzt habe ich euch ja versprochen, dass ich euch noch ein bisschen was zu der Stellplatzgeschichte erzähle. Wie ist es denn jetzt dazu eigentlich gekommen, dass hier vorne der Stellplatz an der Nordermole nicht mehr weiter benutzt werden darf? Und da habe ich einen Artikel gefunden. Der das kann. Moin, liebe Leute. Das schwarze Schaf hat leider keinen Hallenplatz. Umso wichtiger ist es, ich zeige euch das mal, dass man hier ab und zu dann auch mal eine Bewegungsfahrt macht. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, was ihr hier seht. Das ist nämlich reiner Flugrost. Wenn das Fahrzeug jetzt einmal bewegt wird, dann werden die Bremsen ja betätigt, dann ist das alles wieder fit. Und ich zeige euch heute den Wohnmobilstellplatz in Glückstadt. Da tut sich nämlich einiges. Das ist insbesondere deswegen für mich, ich fühle mich damit ein bisschen verbunden, weil das ist genau der Stellplatz, den ihr jedes Mal in meinem Intro seht. Schön hier endlich wieder im schwarzen Schaf zu sitzen, wenngleich es auch nicht so tolles Wetter ist. Dieses schlechte Wetter ist für mich heute auch der Anlass, weshalb ich dann auch gesagt habe, das nutzen wir tatsächlich, denn ich habe eine Erfahrung gesammelt auf meiner Provence-Tour. Ich habe zum Teil erhebliche Probleme mit den Tonqualitäten gehabt. Ich habe hier dieses Setting verwendet, ne? Also die zweite GoPro, die ich habe, die ist dann hier mit dem Rode kabelgebundenen Mikrofon verbunden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Mikrofon, aber es hat halt eine Richtcharakteristik. Das heißt, es muss auf mich ausgerichtet sein. Ich hatte also durchaus Probleme damit, dass ich zum Teil Videomaterial wegen der Tonqualität nicht verwenden konnte, weil das einfach im Fahrt mit den Fahrgeräuschen und dem ganzen Drum und Dran einfach nicht wirklich gut war. Hier habe ich letztes Jahr mal fürchterlich im Stau gestanden auf der Rückfahrt. Sonnenuntergang. Deswegen war ich sehr froh, und das ist auch der Grund, weshalb heute das enthält bezahlte Werbung aktiviert ist, dass mich die Firma Holyland kontaktiert hat und mir dieses zusätzliche neue Funkmikrofon zur Verfügung stellt. Norddeutsches Schmuddelwetter, Schiedwetter, wie wir auch singen. Und hier sind wir jetzt wirklich auf dem Stellplatz Nummer 1. Den ihr aus meinem Intro-Video kennt. Genau hier habe ich damals gestanden, um das Intro-Video zu drehen. Der gesamte Parkplatz hier ist umgebaut worden. Hier ist nichts mehr zu erkennen von den Wohnmobil-Stellplatzschildern. Die Dropbox, in der man dann seinen Obolus, das hat hier 10 Euro gekostet, dann einwerfen sollte, ist ebenfalls nicht da. Und der neue Stellplatz in der Docke, es kann jetzt am Wetter, am aktuellen Wetter liegen. Da sind Fluttore verbaut. Das zeige ich euch nachher nochmal, wenn wir wieder losfahren. Diese Fluttore sind aktuell geschlossen. Das heißt, mit einem Fahrzeug kommt die auf diesen neuen Stellplatz im Moment gar nicht drauf. Ich werde mal gucken. Also eigentlich müsste es zu Fuß über den Deich weiterhin zugänglich sein, dieses Gelände, dass ich da gleich nochmal zu Fuß mit euch hingehe und mir da mal den aktuellen Status quo abhole. Denn auch dort sollte eigentlich schon seit geraumer Zeit Baumaßnahmen stattgefunden haben. Es sollen dort bis zu 70 Stellplätze entstehen, ob jetzt auch Ver- und Entsorgung, Stromsäulen etc. dort dann aufgebaut werden, das müssen wir mal abwarten, das müssen wir mal sehen. Ihr kriegt jetzt mal so richtig norddeutsche Schiedwetter mit ab. Ihr hört es im Hintergrund, es klopft und klappert hier an die Hekis. Das ganze Fahrzeug schwankt auch ein bisschen hin und her hier vom Wind. Das ist mal so richtig. Aber jetzt steigen wir ein in das Unboxing vom Holyland Lark M1 Digital Wireless Microphones. Mehrzahl, es sind nämlich zwei. Es hat laut der Beschreibung hier dann auch ein HearClear Smart MC. So nennen die das. NC steht für Noise Cancelling. Dass man in diesem Mikrofon dann also auch eine Noise-Canceling-Funktion für gleichbleibende Umgebungsgeräusche. Typische Geschichte wäre zum Beispiel, ich stehe an einer stark befahrenen Straße und man hat ein gleichmäßiges Rauschen der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Das soll das rausfiltern können, finde ich eine ganz interessante Option, denn das habe ich hier zum Beispiel am Rode Videomic so nicht. Deswegen habe ich mich auch ganz gerne hier für diesen Test entschieden, weil einmal ist diese Funktion jetzt für mich eine völlig neue.
Zum Zweiten, das hier habe ich wirklich komplett selber gekauft, eigenes Geld, und das ist leider, leider wirklich sehr, sehr teuer. Also da bin ich auch immer Daumen hoch für euch, wann immer ihr meine Affiliate-Links dann irgendwo nutzt. Es sind zwar immer nur Centbeträge, die da zusammenkommen, wenn ihr das macht, aber jedes Mal, wenn ihr irgendetwas bestellt und vorher einen Link unter einem meiner Videos dann benutzt habt, das kann ein völlig anderes Produkt sein, dann bekomme ich aber von diesem Einkauf eine ganz, ganz kleine, winzig kleine Provision, was es mir möglich gemacht hat, dieses Videomikrofon überhaupt zu kaufen. Das lag bei knapp 300 Euro, als ich das gekauft habe. Deswegen war ich sehr froh, als mir das hier angeboten worden ist. Ich hätte jetzt, denn wenn das tatsächlich was taugt, hätte ich tatsächlich eine zweite Funkstrecke zur Verfügung und könnte damit dann jetzt arbeiten, dann eine zweite Kamera immer auch mit einer Funkmikrofonstrecke zur Verfügung zu haben. Das ist mal ganz spannend und vielleicht auch tatsächlich deswegen auch das beste Wetter dafür, denn ich werde nachher mit euch mal rausgehen und ihr hört es jetzt, es ist stürmisch da draußen, es pustet ganz ordentlich. Das heißt hier, diese kleine Puschel hier drauf, nennt sich Dead Cat, tote Katze, der soll nämlich genau diese Windgeräusche verhindern. Das können wir heute mal richtig gut testen, ob das denn bei diesem Mikrofon dann auch passt und funktioniert. Es ist vorgesehen für Vlogging etc., deswegen auch M1, ne? Also das kann man auch tatsächlich sehr, sehr gut dann nicht nur an Kameras anschließen, sondern wenn man sich die entsprechenden Adapterkabel dafür dazu bestellt, geht es dann auch an ein iPhone. Das hier ist das Kabelset für das iPhone. Ich selber habe jetzt gar kein iPhone, es ist mir aber mit zugeschickt worden. Das heißt, ich hätte theoretisch das Kabel für einen Lightning-Anschluss hier mit zur Verfügung. Was ich aber habe, ist dann tatsächlich die Android-Fassung. Dafür habe ich auch das Kabel mitbekommen. Und dann kann ich das nämlich nachher auch mal zur Probe mal ans Handy anschließen. Denn viele von euch, wenn ihr jetzt mal gelegentlich auch mal ein Video auf YouTube machen wollt, werden einfach nur mit eurem Smartphone, vielleicht mit eurem iPhone oder mit einem Android-Handy dann arbeiten. Die haben sehr, sehr gute Kameras drin. Da kann man also tatsächlich mit starten. Wenn man jetzt sagt, mal, ich will mal erste Gehversuche auf YouTube machen, ist das sicherlich tatsächlich ein gangbarer Weg. Und mit so etwas bekommt ihr dann wahrscheinlich eine deutlich bessere Tonqualität hin, als wenn ihr einfach nur das eingebaute Mikrofon des Handys benutzt. Aber das finde ich schon sehr, sehr schön, dass hier nämlich auch tatsächlich so eine kleine Protektor-Softbox dann mit im Lieferumfang drin ist, in der das ganze Set dann verpackt ist. Das Zusatzkabel hier fürs Android-Handy habe ich mir hier schon mit reingepackt. Das habe ich hier also schon rausgeholt aus dem Karton. Dann haben wir hier aber noch weitere Zusatzkabel. Das heißt, ich habe hier ein ganz normales USB-C-Ladekabel. Das ist im Lieferumfang mit drin. Ein Standard-Mikrofon-Kombi-Stecker, dass ich das dann also vom Mikrofon, vom Empfänger, dann auch in die Kamera reinleiten kann. Und das in zwei verschiedenen Ausprägungen. Des Weiteren haben wir hier tote Katzen in einem kleinen Beutelchen. Dead Cats. Das sind diese Windpuschel, die nämlich, was ihr jetzt im Hintergrund gerade hört, was da draußen ordentlich tobt, die Windgeräusche rausfiltern soll. Wenn man also ansonsten ohne einen solchen Windschutz arbeitet, so sieht er dann aus. Davon sind zwei im Lieferumfang enthalten, für beide Mikrofone jeweils eins. Dann würden die Windgeräusche so reinschlagen in das Mikrofon, dass das letzten Endes als Ton unbrauchbar wird. Dann ist hier die eigentliche Mikrofonbox, ne, nochmal mit einem kleinen Plastikfähnchen dann geschützt für den Transport, dass es nicht verkratzen kann. In dieser Box befindet sich jetzt ein Empfänger und zwei Sender an den Seiten. Das ist gleichzeitig, ihr seht das hier vorne auch, dass es hier aufleuchtet, eine Akkubox. Das heißt, ich kann es immer dann, wenn ich das hier reinstecke, dann zwischendrin auch laden. Wenn ich hier also USB-C direkt anschließe an diese kleine Box, dann wird sowohl die Ladebox hier geladen, dass der kleine Akkupuffer, der hier drin ist, dann aufgeladen wird, aber auch die Senderempfänger, die drin eingelagert sind, werden ebenfalls mit aufgeladen. Wenn ich das Ganze dann hier rausnehme, fällt mir als erstes auf, dass hier noch entsprechende Transportsicherungen drauf sind. Da müsst ihr natürlich dran denken. Auf der Unterseite ist das dasselbe, da ist auch ein entsprechender Schutz drauf, nämlich für die Ladepole und für den USB-C-Ladeanschluss. Ich kann das Ganze natürlich auch direkt an USB-C anschließen. Wenn ich die kleine Box hier jetzt gerade nicht zur Verfügung habe, dann könnte ich es auch direkt über einen USB-C-Anschluss hier laden. Und was mir auch gleich auffällt, sobald ich die rausnehme, fangen die Dioden an blau zu blinken.
weil sie jetzt vermutlich sich mit ihrem Empfänger verbinden sollen. Und kaum, dass ich den rausnehme, fängt auch der an, blau zu blinken, dass er sich also sofort connected hat. Und nach kurzer Zeit blinken die beiden auch nicht mehr, sondern sind dann auf Dauerlicht gegangen, dass man jetzt eben auch sehen kann, die sind synchronisiert. Aktuell brauche ich nur ein Mikrofon davon, das heißt, das zweite gebe ich jetzt einfach mal wieder in die Ladestation rein. Es rutscht einfach hier rein und jetzt seht ihr auch hier vorne, die Kontakte sind jetzt ja freigelegt. Jetzt blinkt diese Ladestation also auch, dass sie den Akku hier tatsächlich jetzt lädt. Ich kann jetzt an den Senderempfänger das mitgelieferte Zusatzkabel mal anschließen. Damit fangen wir mal an. Das ist jetzt also dieses Android-Verbindungskabel, das dann einfach von Mikrofon auf USB-C geht. Denn an diesem Handy hier, das ist ein Huawei P30 Pro, mit dem ich auch ganz gerne mal filme, habe ich jetzt hier keinen Mikrofoneingang. Ich kann also kein Mikrofon direkt anschließen. Wenn es euer Handy noch so einen Anschluss hat, dann könnt ihr das natürlich gegebenenfalls auch direkt anschließen. Aber hier wird es jetzt an USB-C angeschlossen. An meiner Handyhülle habe ich hier hinten so einen kleinen Ring. Da kann ich dann natürlich das dann also auch mit dem Kaltgeräteschuh dann auch temporär festmachen, den Senderempfänger, dass er dann also hinter dem Handy außerhalb des Kamerabereichs befestigt ist. Hier ist jetzt das Mikrofon und das nehme ich jetzt dichter an meinen Mund. Demzufolge wird jetzt der Ton, den ich jetzt in diese Kamera reinspreche, wird jetzt über dieses Mikrofon dann geliefert. Das merkt ihr auch daran, dass sich der Ton verändert, wenn es dichter an meinen Mund geht. Ich stecke mir das jetzt auch mal mit an mein Hemd und kann euch jetzt mal aus dieser Position quasi dann reinsprechen, dass wir jetzt den Ton über diese Videoaufnahme dann haben. Haben wir jetzt die erste Aufnahme, die tatsächlich damit gemacht ist. Wir wechseln aber aufs nächste Gerät. Das nämlich, was tatsächlich die Haupteinsatzquelle nachher bei mir sein wird, meine zweite GoPro. Da habe ich jetzt hier einfach von der Windschutzscheibe vorne abgenommen. Da könnt ihr jetzt hier sehen, das wird wieder wie beim Rode VideoMic auch in den Kaltgeräteschuh einfach reingesteckt, der Senderempfänger. Das ist überhaupt nichts anderes, aber ich brauche jetzt das andere Kabel. Jetzt gehe ich hier aber auf den normalen Kombinationsstecker für die GoPro. Und jetzt kriegt die GoPro erstmalig den Ton hier von diesem Setting. Jetzt kriegt diese Kamera ihren Ton von diesem Mikrofon. Da ist jetzt noch keine tote Katze drauf, noch keine Dead Cat, kein Windschutz. Wir wollen jetzt erstmal einfach nur hören, wie der Ton sich jetzt so verhält. Und ich nehme euch gleich mal mit beiden Kameras raus in dieses Schietwetter. Aber bevor ich rausgehe, muss hier natürlich erstmal der Windpuschel drauf. Uah! Habe ich gesagt, Schietwetter? Stimmt. Lichtverhältnisse sind jetzt natürlich nicht optimal. Und jetzt kriegen wir den Wind frontal auf beide Mikrofone. Direkter Vergleich. Was kann das Rode Wireless Go 2? Das hört ihr jetzt in diesem Moment. So, von der windzugewandten Seite können wir jetzt auch noch mal das Noise Cancelling aktivieren. Ich drücke jetzt hier einmal drauf, auf den gelben Knopf. Jetzt. Sobald er grün ist, ist das Noise Cancelling an. Ich stelle mich nochmal extra in den Wind, dass wir hier einen Vergleich haben. Active Noise Cancelling nimmt natürlich gewisse Frequenzen raus, die nämlich besonders viele Störgeräusche drauf haben. Das heißt, der Ton wird sich jetzt ein bisschen künstlicher anhören, aber dafür wird die Sprache verständlicher. Hoffe ich zumindest. Jetzt drehe ich mich und ihr kriegt den Wind jetzt von hinten. Das heißt, jetzt ist die Aufnahmesituation für das Mikrofon viel, viel leichter. Der Wind nicht mehr frontal auf das Mikrofon drauf knallt. Muss hier nachher ordentlich trocken wischen. Nicht, dass ich die ganze Feuchtigkeit hier nachher im Auto drin habe, wenn das jetzt erstmal wieder eine Weile steht. Viel trocken wischen, einmal ordentlich hochheizen und dann die warme Luft raus. Das ist ganz wichtig, weil warme Luft kann viel mehr Feuchtigkeit halten. Feuchtigkeit, die ihr jetzt gerade auf dem Objektiv habt. Seht ihr jetzt klarer? Was jetzt noch fehlt, ist eine Aufnahmesituation mit Störgeräuschen, aber etwas normaleren Verhältnissen. Das hier ist jetzt wirklich ein Extremum mit diesen kleinen Sturmböen, kann man schon bald sagen. Von daher werde ich mir nochmal eine Situation raussuchen, zum Beispiel Straßenverkehr, und da nochmal das Noise Cancelling dann ausprobieren. Achtung, jetzt habe ich euch ja versprochen,
dass ich euch noch ein bisschen was zu der Stellplatzgeschichte erzähle. Wie ist es denn jetzt dazu eigentlich gekommen, dass hier vorne der Stellplatz an der Nordermole nicht mehr weiter benutzt werden darf? Und da habe ich einen Artikel gefunden, der das Ganze dann nochmal erläutert. In der Kurzfassung, der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, LKN, die sitzen in Husum, die hatten der Stadt Glückstadt einen Pachtvertrag ursprünglich angedient, dass diese Fläche hier von der Stadt Glückstadt für den Wohnmobilstellplatz angepachtet werden durfte, mit einer jährlichen Kündigungsmöglichkeit. Denn das Ganze sollte nur eine temporäre Übergangslösung sein. Diese temporäre Übergangslösung zieht sich jetzt immer länger hin. So sollte auch dieser Wohnmobilstellplatz drüben in der Docke eigentlich im Jahre 2022 bis Mitte des Jahres bereits fertiggestellt sein. Das ist auch nicht erfolgt, wie wir jetzt sehen. Also da hat sich eigentlich im Wesentlichen seit der Matthias-Wochen, wo ich das letzte Mal mir die Docke angeguckt habe, hat sich da nichts getan. Die Stadt Glückstadt hat gleichzeitig dabei die Auflage bekommen, im Falle einer Sturmflut, weil das hier überflutungsgefährdetes Gebiet ist, dann auch für eine Räumung der Stellplätze zu sorgen. In den Sommermonaten ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema und selbst im Herbst, man muss schon eine entsprechende Sturmwetterlage haben. Ich stehe jetzt hier eigentlich bei ziemlich gutem Wind und es ist hier überhaupt gar keine Sturmwetterlage, keine Gefährdung. Von der Seite her, klar, muss man drauf aufpassen, aber ist jetzt nicht so das große Risiko. Die Risiken sind wohl dann auch bei der LKN, bei der Landesbehörde, dann eher auch in einem anderen Bereich dann gesehen worden, dass nämlich diese Hafenanlage jetzt zunehmend verstärkt auch wieder genutzt wird. Zu den Gründen der Schließung hat dann wohl die Stadt Glückstadt und die LKN als Landesbehörde in einer gemeinsamen Stellungnahme gesagt, dass die Hafennutzung hier grundsätzlich eben Vorrang habe. Unter anderem wird angeführt, dass bei der Schiffsbetankung ein Abstand von 30 Metern eingehalten werden muss. Wenn also hier vorne dann an der Mole tatsächlich ein Schiff zur Betankung liegt, dann sind diese 30 Meter als Abstand zu den Wohnmobilstellplätzen nicht mehr einhaltbar. Das ist in der Vergangenheit jetzt nicht das große Problem gewesen, weil der Hafen hier nicht so intensiv genutzt worden ist und man natürlich dann auch noch andere Stellen der Anlegemöglichkeit hat, wo dieser Abstand dann wieder gewährleistet ist. Aber man geht bei der Landesbehörde davon aus, dass dieser Hafen wieder stärker genutzt wird, stärker frequentiert wird und dann wird das natürlich tatsächlich für die zum Thema. So wurde wohl dann auch prophylaktisch zum 31.12.2022 dieser Pachtvertrag dann aufgekündigt vom Land, sodass die Stadt Glückstadt auch gar nicht die Möglichkeit hatte, hier das jetzt dann irgendwo weiter zu betreiben. Die Stadt Glückstadt hat wohl auch durchaus Gespräche mit den LKN-Verantwortlichen in Husum dann geführt. Letzten Endes hat die Stadt dann keine Wahlmöglichkeit gehabt, als die Kündigung dann auch an den Betreiber, denn das war hier schon übergegangen an den neuen Betreiber Jan Nass, der hier also auch vorhat, die Wohnmobilstellplätze dann an der Docke dann aufzubauen. Die konnten letzten Endes die Kündigung dann nur an ihn weiterreichen. Um aber einmal einen Blick auf die Elbe zu werfen oder auch vielleicht einen Sonnenuntergang hier zu genießen, es wird zumindest nach aktueller Sicht scheint das für mich weiterhin möglich zu sein. Ich hoffe, das wird auch lange noch so bleiben, dass man hier vorne dann zumindest sich dann temporär hinstellen kann und dann vielleicht auch nochmal einen Sonnenuntergang mit Blick auf die Elbe genießen kann. Aber danach werdet ihr euch dann auf den Stellplatz dann an der Docke dann verlagern müssen, wenn ihr denn die Nacht hier verbringen wollt. Ich hoffe, dass auch die Docke da irgendwo vorankommt. Nachsorge am nächsten Tag. Meine Bremsscheiben sind wieder schön sauber gebremst. Aber jetzt habe ich ja durch das bescheidene Wetter, das ich gestern in Glückstadt gehabt habe, viel Feuchtigkeit hier ins Auto reingebracht. Da werde ich jetzt gegen etwas unternehmen. Warum heize ich jetzt einmal komplett auf? Ganz simpel, hier ist viel Feuchtigkeit gestern reingekommen durch das schlechte Wetter. Ließ sich nicht vermeiden. Jetzt gebe ich dem Innenraum hier nochmal ordentlich Temperatur. Der kann dann die Feuchtigkeit, die hier insgesamt drin ist, dann in der Luft gut aufnehmen. Und dann wird nachher Heizung abgestellt und einmal kräftig durchlüftet, Hecktüren auf, Vordertüren auf, dass hier einmal ein kompletter Luftaustausch stattgefunden hat und ich darüber die Feuchtigkeit aus dem schwarzen Schaf herausbekomme. Ach du graues Schaf. Du bist ja ganz umgekippt hier. Komm, wir setzen dich mal wieder ordentlich hin. Deinen / meinen Hut nicht vergessen. Dafür ist er alleine gut, dass er meinen Hut immer schön hält hier. Das ist bei Schlechtwetter
ist so ein Hut echt Gold wert. Ja, mir fehlt noch eine Aufnahme, eine Tonaufnahme. Und zwar bei nicht so extremem Wind, wie ich das gestern in Glückstadt am Hafen gehabt habe. Fans des Wacken Open Air wird das vielleicht hier sogar bekannt vorkommen. Ihr hört jetzt übrigens das Hodiland. Das ist momentan hier verdrahtet. Denn wir sind am Bahnhof Itzehoe. Hier kommen also die per Bahn anreisenden Gäste des Wacken Open Airs an. Jetzt habe ich hier mal eine etwas normalere Schlechtwettersituation. Es ist immer noch windig, es ist immer noch regnerisch. Aber die Böen werden durch die Gebäude hier ein bisschen rausgenommen, in Bodennähe. Dann habe ich mir gedacht, bei dem Schiedwetter kann ich mich ja auch, jetzt kriege ich wieder richtig schön Böen ab, kann ich mich ja mal schön auf den Bahnsteig, auf so einen zugigen Bahnsteig stellen und da nochmal eine Vergleichsaufnahme für euch produzieren. Wenn der Zug gleich Einfahrt hat, werde ich mal mittendrin dann einmal auf das Noise Cancelling gehen, dann könnt ihr da vielleicht einen Unterschied dann feststellen, was das Noise Cancelling bringt. Wenn dann so ein kompletter Zug reinrollt, ist das ja doch mal eine erhebliche Geräuschquelle, die man dann dabei jetzt auch zum Teil zumindest ausfiltern kann. Wir fangen jetzt an mit normal. Da rollt er rein. Und jetzt, wo hier schön die Bremsen kreischen, schalten wir mal um. Und haben jetzt das Noise Cancelling drin. Das ist doch mal eine schöne Aufnahmesituation für einen Vergleich, oder? Ich mache es mir nicht leicht mit solchen Tests. Ich gucke mir das schon an, was kann das Ding wirklich. Aber so die ersten Zwischenergebnisse, die ich mir angehört habe, kann ich jetzt schon sagen. Man muss immer berücksichtigen, das Hodiland kostet die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte von dem Rode. Das ist zweifellos, ist das Rode noch etwas professioneller, gar keine Frage. Aber für das normale Video-Vlogging, was vielleicht viele von euch dann als Zielsetzung haben, ist in meinen Augen das Hodiland Lake M1 vollkommen ausreichend. Schön kompakt in den Details, wie zum Beispiel mit der Ladebox dann auch wirklich durchdacht. Gefällt mir also in dem Sinne gut, wird jetzt in meinen Fundus mit einziehen und meine Möglichkeiten erweitern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.